mal wieder herzlich willkommen aus der Partygarage. Bei gefühlten 38 Grad in der Garage ist es wirklich gerade drinnen hier wärmer als draußen. Nacht sowieso. Und ja, heute soll es weitergehen. Ich habe schon mal vor ein paar Videos angekündigt, und zwar das TH18VX. Ja, ein Tapped-Horn sozusagen, abgestimmt auf den B&C 18S400. Und da wollen wir heute mal ein bisschen weitermachen. Ich hatte schon mal vorbereitet im Stream, das LBH zu verwerten dafür. Und habe aber noch Seitenteile gebraucht. Die habe ich jetzt gerade gekauft im Baumarkt und zuschneiden lassen. Und jetzt kann es endlich so nach und nach weitergehen. Ich denke, ich werde so ein paar Schritte mal zwischendurch abfilmen. Ich will jetzt hier nicht keine Fotoshow oder irgendwie Zeitraffer oder sonst was. Ist eh nur USB erstmal. Wichtig ist hinterher, ja, was erwarten wir? Ihr habt natürlich schöne Simos auch dazu. Und wie sieht es in der Wirklichkeit aus? Was schaffen wir so? Also ich denke, die geilen Videos kommen erst später. Für euch gleich, für mich wahrscheinlich noch ein paar Wochen, immer wie ich Zeit habe. Ist wie gesagt Sommer und da hat man eigentlich mehr Bock am See zu liegen, als in der Garage zu basteln oder ein Rave zu machen. Ihr werdet sehen, bis denn. So, endlich ist der Zuschnitt fertig. Ist doch ganz schön was zusammengekommen an Teilen, muss ich ehrlich sagen. Einige Streben zwischendurch und ein bisschen Kopfschmerzen habe ich wirklich bei dem Treiberbrett. Wir sehen, wie wenig Material hier nur noch ist. Deswegen werde ich auf die Löcher in dem Bereich verzichten. Mit Birke Multiplex später sollte es kein Problem werden, aber ich weiß nicht. Da könnte man vielleicht auch dann bei Birke Multiplex vielleicht ein, zwei Nummern größer wählen, um einfach genug Stärke an der Stelle zu haben. Weil egal wie ich es drehe und wende, ich werde immer hier in dem Bereich irgendwo eine Bohrung haben. Und das will ich dem USB partout nicht antun. Ansonsten haben wir jetzt, ja, ist jetzt doof, ganz unten liegen die Seitenteile. Kann man ungefähr erahnen, wie groß es mal wird. Und dann machen wir uns jetzt ran. Das Streamen läuft auch gleich. Ich habe übrigens jetzt ein 3-Achs-Gimbal für die Kamera. Echt geil. Ich bin auch deswegen, das ist jetzt das erste Mal, dass ich damit filme. Ich mach mal kurz hier einen Move. 1, 2, 3. Zack. Jetzt bin ich gerade gefilmt. Und ihr seht, ich kann hier wirklich, na, ich kann hier rumlaufen und drehen und tun und machen, wie ich will. Ist einfach so geil stabil. Ich mache jetzt gerade meinen Arm hin und her. Ich freue mich. Richtig geil. So, 1, 2. Und wieder. Wie gesagt, da muss ich mich noch ein bisschen mit einfuchsen, aber wenn ich mir jetzt mal hier so gucke, zack. Aber man kann, glaube ich, echt ganz geile Aufnahmen mitmachen. Gut, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Fangen wir endlich an. So, ich denke, es werden doch mehr Clips als versprochen. Ich habe einfach Bock, mit dem Gimbal zu filmen. Was soll ich sagen? Ja, tatsächlich ist die Kiste recht lütt. Wir haben jetzt fast die gleiche Höhe wie ein Sub 18. 1 cm mehr nur. Breite ist exakt gleich. Und haben einfach eine, ja, knapp 15 cm länger ist die ganze Kiste. Ungefähr meine Handfläche länger. Und dann haben wir hier wirklich originalen Sub 18 von der Größe, mehr oder weniger. Ich bin gespannt, ob es so kompakt auch rüberkommt nachher. Freunde, kleiner Zwischenstand. Wir sind eigentlich noch nicht viel weiter gekommen. Ich habe mich gerade echt gut gequält, weil ich nämlich, ja, oder besser gesagt, kleiner Pro-Tipp. Immer genau auf die Zeichnung gucken. In dem Fall Brett 3, das hier, habe ich erst von hier rangeschraubt, dass man schön hier wird schrauben kann. Nachgemessen habe ich gewundert, dass die Maße nicht stimmen. Ja, soll natürlich so rum ran, aber ja, da passt kein Akku zwischen. Da passt nicht mal der Schrauber zwischen. Das habe ich gerade wirklich mit der Hand, mit dem Bit und mit der guten alten Amateurzange reingeschraubt. Und ja, dann als nächstes kleine Anmerkung, gibt es hier Brett 4. Das sorgt für etwas mehr Tiefgang, sage ich natürlich klar, nehmen wir. Man hätte natürlich 3 und 4 als ein Brett nehmen können, war ich aber hier zu blöd für. Jetzt habe ich hier Brett 4 und muss das hier natürlich noch irgendwie befestigen und verlängern. Also das könnte noch interessant werden. Mal schauen, wie wir das gleich erledigen. Hier habe ich mir jetzt noch einen wunderschönen Fusch einfallen lassen. Einfach ein kleines Brett angefasst mit 45 Grad. Und so konnte ich das jetzt ungefähr verlängern. Ja, das wird natürlich hier noch ein bisschen schöner gemacht, die Kanten. Also sage ich jetzt, wahrscheinlich mache ich es nicht, aber werden wir sehen. Weil ich das Brett doch schon ganz gerne haben wollte, bringt, glaube ich, irgendwie 2 oder 3 Herzfrequenz an Tiefgang mehr. Ja, dazu später auf jeden Fall nochmal mehr, dass ich euch das genauer sagen kann. Aber das Problem haben wir auch geschafft. Und ich denke mal, der nächste Clip wird dann vielleicht einmal noch, bevor der Seitendecke raufkommt,
und dann soll es gewesen sein. Ansonsten mit USB. Ja, wenn man einmal mit Birke Multiplex gearbeitet hat, ist es wirklich, ich will nicht sagen Horror, aber nicht so schön. Neuer Tag, neues Glück. Ich konnte mir Gott sei Dank noch diesen sogenannten Um-Ecke-Bohrer besorgen, um hier die fehlenden Schrauben noch anzubringen. Und noch einen kleinen Tipp von Konrad bekommen. Auf jeden Fall danke dafür. Der hat ja das VX212 gebaut, was tatsächlich wirklich ähnlich aufgebaut ist. Er meinte auf jeden Fall das Verstreben. So, das haben wir jetzt gemacht an der Stelle. So, die Richtung. Haben hier über die ganze Länge nochmal eine Strebe mittig gesetzt. Was wirklich schon, wenn ich mir jetzt mal so die Seiten angucke, enorm viel bringt, würde ich sagen. Weil hier ist einfach, guck mal, der Treiber hier, der Abstand. Hier geht der ganze Druck nachher hoch. Ja. Wabbeln wird es so oder so, das weiß ich. Aber ja, das wollte ich noch mal kurz zeigen. Da eine Strebe, was haben wir? Ich glaube 11 cm sind, das hatte tatsächlich noch was Passendes liegen. Ja. Ansonsten überlege ich, ob ich jetzt schon Hochzeit gleich mache oder später. Mal gucken. Und da dürfen wir natürlich nicht auslassen, die gute alte Hochzeit. Die habe ich jetzt bewusst mit normalen Schrauben gemacht, weil ich wirklich mit USB und Einschlagmotoren schon so schlechte Erfahrungen gemacht habe. Wenn ihr einmal falsch ansetzt oder die Schraube frisst, beziehungsweise die Schraube in der Einschlagmotor, dreht das mit und ich kriege das nie wieder raus. Also nie wieder im Guten, ohne irgendwie Gehäuse oder so kaputt zu machen. Deswegen hier mit normalen Schrauben und das unterschiedlichste Stärke, man kennt ihn, der nix im Lager. Und ihr seht, ich habe überall so ein bisschen Silikon benutzt, beziehungsweise Acryl, einfach um es dicht zu kriegen, weil das auch manchmal so ein Problem ist mit USB. Und zudem habe ich ja vieles vom LBH verwendet und dadurch einfach wirklich einen beschissenen Zuschnitt. Also die Idee war gut, aber die Umsetzung scheiße. Weil man kann halt einfach nicht, zum Beispiel diese Breite von 48, die schneidest du nicht im ein Stück fertig, sondern immer so stückchenweise schneidest du von einem Brett was ab, um auf 48 zu kommen. Und dadurch hast du einfach, oder habe ich nicht wirklich überall die gleiche Breite erreicht. Deswegen werde ich jetzt auch viel Acryl brauchen. Aber da wir uns ja hier im sogenannten Prototypenbau befinden, denke ich mal, ist das kein Problem. Auch hier mit dem Brett ärgere ich mich bis heute, warum ich da nicht eins. Aber gut, wir haben es im letzten Video besprochen. Und ich bin gespannt. Da haben wir jetzt noch eine Strebe nachgerüstet, da unten, um das einfach noch mal ein bisschen abzustützen. Hier in dem Bereich ist halt auch krass viel Druck am Mann. Ich bin wirklich gespannt. Man hätte wahrscheinlich das auch noch so ein bisschen aufgehen lassen können. Ja, so, das nächste Video sollte wirklich schon ein Soundcheck sein. Ich kann es kaum glauben. Ich weiß nicht, wie lange ich das Projekt schon vor mir herschiebe. Aber genug gequatscht. Weiter geht's. So, Freunde, wir haben es endlich geschafft. Der Messstand ist aufgebaut, wie man schon grob erkennen kann. Leider muss ich auch gerade eine andere Kamera benutzen, weil das Objektiv irgendwie einen Fehler hat und ich damit momentan nicht filmen kann. Jedenfalls hier ja mein M-Break, das Behringer UMC 204 HD als Messsoundkarte. Ja, ERW habe ich jetzt noch nicht offen, kommt gleich. Sagt mal Hallo zum Stream, der läuft da auch gerade ganz fleißig. Und ja, gehen wir mal nach draußen. Ich hoffe mal, das haut einigermaßen mit dem Tablet. Ich werde auf jeden Fall 1 Meter und 2 Meter messen. Ansonsten zur Kiste nochmal. Also ich habe sie nochmal komplett auseinandergenommen, musste nochmal massiv nachverstreben und habe auch festgestellt, dass ich wirklich schlechte Arbeit abgeliefert habe. Teilweise im Inneren Riesenschlitze hier zwischen, musste ich überall noch mit Acryl bei und naja. Ich kann dazu nur sagen, wenn ihr so einen Zuschnitt mal macht, dann macht das alles am Stück und nicht immer häppchenweise. Das war mein Fehler. Ja, genau, das werden wir auch gleich nochmal 1:1 vergleichen mit dem Sub 18. Den werden wir auch gleich dahin stellen. Erstes Feedback war halt Katastrophe, wegen dem USB und den fehlenden Verstrebungen. Jetzt wurde es allmählich besser und mag auch zu gefallen, weil es irgendwie klingt wie ein Bassreflex, nur lauter. Werden wir gleich sehen, spielt auch echt nicht so tief, wie man denkt, die Kiste. Aber ich will nicht zu viel vorabnehmen, dafür messen wir jetzt nochmal Outdoor und gucken, wie sich das dann verhält. Und da sehen wir auch schon mal die erste Messung. Ich habe mal zum Vergleich die Simo daneben gelegt. Man erkennt auf jeden Fall Tendenzen, möchte ich meinen. Ganz positiv, ich habe schon ein paar Messungen gemacht hier drinnen, direkt am Port. Da war das immer erst, dieser Buckel war erst bei 60 Hertz. Also klassischer Spaßbuckel. Aber jetzt Outdoor hat er sich sogar ein bisschen verschoben noch. Richtung 54 und je tiefer der Buckel ist, desto mehr Spaß macht es natürlich. Und ja, ist natürlich genau im wichtigen Bassbereich ziemlich hoch. Hier hinten das Geeire interessiert mich nicht. Wird normalerweise natürlich ab 100 Hertz getrennt. Ich habe die Frequenzweiche jetzt auf 20 bis 200 Hertz mal eingestellt. Einfach mal, um zu sehen, was da wirklich los ist. Gut, das wäre jetzt die 1 Meter Messung. Gucken wir mal, wie das Ganze nach 2 Metern ausschaut.
Hier nun die 2 Meter Messung. Wir sehen, dass wir eigentlich über das ganze Band einfach nur leiser sind. Das heißt, ich habe irgendwelche keine Resonanzen irgendwie großartig drin. Und die Messung von 1 Meter ist eigentlich ganz gut verifiziert. Wenn ich jetzt auf einmal irgendwie hier einen Einbruch hätte, wie sonst was, kann das dann aufgrund irgendwie erster und zweiter Portresonanz, habe ich mir mal erklären lassen, kommen. Ist hier aber nicht der Fall. Und mir wurde auch oft geraten, von wegen, ja, Horn, draußen brauchst du ein bisschen Abstand, bis sich alles entwickelt. Aber wir sehen, es ist einfach überall gleich leise oder gleich viel leiser geworden. So, jetzt werde ich hier nichts verstellen. FP ist sowieso aufgedreht, da kann man immer so ein bisschen spielen. Das ist Input-Gain vom Mikrofon. Output-Lautstärke, das darf ich jetzt nicht mehr anfassen. Weil ich natürlich jetzt sehen will, was lauter ist im Vergleich. Jetzt kommt der Sub 18 daneben. Sub 18 steht und wurde vermessen und hat mal wieder überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Jetzt sehen wir hier in grün Sub 18, in orange TA18 VX. Sehen hier das tatsächlich, ich sag mal Sub 18, ab wirklich so, ja, sagen wir mal ab 40 Hertz ist es die Linie eigentlich perfekt hier ganz da ist, so sein Plateau hat. Das bisschen hier habe ich auch schon mal besser gemessen. Weiß ich auch nicht, woran das gerade liegt. Und hier 18 VX hat eigentlich nur wieder im Spaßbereich den Boost sozusagen. Ist aber im Gesamten gar nicht so viel lauter, wie ich erwartet hätte. Da haben wir hier 105 knapp. Und da 107, also knapp irgendwas um die 2 dB. Und ab hier wird es dann halt auch schon wieder uninteressant, ne? Ja. Kann natürlich auch hier das nochmal so sehen, dann sieht das nochmal wieder ein bisschen gestreckter aus. Haben wirklich erst ab 50 Hertz einen deutlichen Vorteil. Aber bis dahin ist der Sub 18 gut dabei, muss ich wirklich sagen. Vor allen Dingen das hier ist natürlich bei speziellen die dann auch nicht schlecht. Ich messe jetzt nochmal 1 Meter und dann mal schauen. Jetzt haben wir das TA18 VX nochmal auf 1 Meter gemessen. Sehen hier nochmal beide gegenüber. Ich habe jetzt sich mal rumgemessen, ein bisschen mit den Filtern rumgespielt vom Sub 18 rausgekriegt, dass es nach unten rum sogar ein bisschen mehr noch geht. Muss ich mir überlegen, ob ich das so lasse. Ja. Sehen auch hier, dass wir wirklich erst im Vorteil sind, genau ab 50 Hertz. Und das um so ungefähr 3 dB. Wenn man hier sieht, man hier 110, 115, bis da ist es. Also es sind eigentlich genau 3 dB mehr ungefähr. Ja, im Spaßbereich, sage ich mal. Wie das vernünftig getrennt aussieht, können wir gleich auch nochmal sehen. Das heißt, bei 100 so runter. Aber dass das so doof hier abfällt Richtung 80, 90, ist doof. Da ist so ein Sub 18 noch schon ein bisschen schöner. Ich wundere mich allgemein heute. Ich habe wirklich auch schon Messungen gemacht, genau an der gleichen Stelle. Da mit dem Mikro so, wo ich wirklich einen Sub 18 Kerzen gerade gehabt habe. Also ja, entweder ist es schon ausgelutscht, ich weiß auch nicht. Zudem kommt natürlich auch eine wirklich miese Bauweise. Wer ab und zu mal meine Streams geguckt hat bei Twitch, da habe ich das öfter mal gezeigt, welche Probleme bestehen oder welche Probleme ich verursacht habe. Naja. Vorhin waren wir ja nicht ganz bei der Simo, wenn man mal guckt, da sind wir so ab irgendwas in einem 40 Hertz rum voll da. Hier sind wir voll da, wenn du guckst, erst bei 56 oder so. Kann ich jetzt nochmal alle zeigen. Und so, das ist. Ah, okay, die ist sogar deckungsgleich. Siehst du, habe ich sogar fast perfekt wieder hingestellt. Das ist Sub 18, 2 Meter. Hier sieht man an Rot und Blau, dass ich noch ein bisschen rumgespielt habe. Mit dem unteren Frequenzgang. Das ist TA18, 1 Meter. Quatsch, 2 Meter. Da nochmal Sub 18 mit einem anderen Filter. Ihr seht, ich habe einiges rumgemessen. So richtig zufrieden bin ich mit allem nicht so richtig. Das ist aber auch immer die Sache am Messen, dass man einfach immer wissen muss, wie man das Ganze interpretiert und halt auch äußerliche Umstände immer mit ein bisschen einbeziehen muss. Aber das ist das, was ich jetzt hier heute, Stand jetzt, gemessen habe an der Stelle mit dem Equipment. So, da habe ich jetzt eben nochmal ein bisschen AB-Vergleich gemacht. Ich glaube, es bringt nicht viel, wenn ich es auf Video hier festhalte. Ich meine, ich kann sie ja mal nebeneinander stellen. Doch, das werde ich vielleicht mal machen. Vielleicht hört man da einen kleinen Unterschied. Aber bisher, also wir sehen nochmal die Abmaße, ich meine, das ist schon geil. Wir sind nur ein bisschen länger und haben wir quasi 3 dB umsonst bei gleicher Leistung ab 50 Hertz, aber untenrum auch weniger. Frage wäre natürlich, wie verhält er sich jetzt im Rudel, also 2 oder 4, ob da untenrum noch deutlich mehr kommt plötzlich. Ja, ich versuche jetzt mal
Ich stelle die Kamera jetzt einfach mal hier 2-3 Meter davor und dann wechseln wir mal zwischen den Zaps hin und her, ob ihr da was hört bei stumpfer Techno-Musik. Ja, das war der kleine Vergleich. Ich hoffe mal direkt aneinander geschnitten, hört man einen Unterschied. Weil so doll ist der Unterschied tatsächlich nicht. Also bei dem sind auf jeden Fall noch deutlich mehr Nebengeräusche zu hören. Ich will jetzt auch nicht alles auf meine schlechte Bauart schieben. Weil Stand jetzt ist das Ding sowieso schon in Birke Multiplex. Gerade, ich sag mal, ja, bestellt vom Kumpel. Der macht das eigentlich schon gerade fertig, zumindest einen. Und dann denke ich mal, werde ich das Ganze nochmal in einem anderen Video machen. Das war jetzt nur nochmal so ein bisschen zwischengeschobenes Video. Ja. Könnt ihr gerne mal runterschreiben, was ihr besser findet. Ob ihr vielleicht auch Bedenken habt mit dem ganzen Prinzip. Vielleicht einfach zu klein, zu wenig verstrebt, zu eng alles für den Druck. Keine Ahnung. Schreibt es gerne mal rein. Ich werde jetzt einräumen. Und ja, genieße noch ein bisschen die Sonne heute.